Seit dem 16. Jahrhundert ist die Rosskastanie bei uns heimisch. Der stattliche Laubbaum, der bis zu 35 Meter hoch wird, gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse. Der Stamm der Rosskastanie ist gerade und trägt eine weit ausladende Krone. Sie wird geformt aus kräftigen Ästen, an denen unregelmäßig Zweige wachsen. Die Rinde des Stammes ist bei der jungen Kastanie noch glatt und hellbraun. Wird der Baum älter, entwickelt sich eine graubraune, grobrissige und schuppige Borke. Im Frühling, vor dem Austrieb der Blätter, sieht man an den Ästen der Kastanie große, klebrige Endknospen. Mit 3 cm Länge und 1,5 cm Dicke hält die Rosskastanie damit, was Knospen anbetrifft, den Größenrekord aller Laubbäume. Aus diesen dicken Knospen treiben meist im April die handförmigen Blätter der Kastanie aus. Es sind immer 5 bis 7 gezahnte Einzelblätter, die an einem langen Stiel zusammensitzen. Man nennt diese Blattform Fiederblatt. Deutlich erkennen kann man die kräftigen Blattnerven auf der Unterseite des Kastanienblattes. Fällt das Blatt der Kastanie ab, hinterlässt der Stiel eine hufeisenförmige Narbe am Zweig. Nach dem Austrieb des Blattlaubes erscheinen zwischen April und Mai die Blüten der Rosskastanie. Viele Einzelblüten bilden einen kegelförmigen Blütenstand, der bis zu 30 cm hoch werden kann. Die Blüten sind zwittrig oder männlich. Aus 5 Kronblättern bildet sich ein Kelch, in dessen Mitte ein Saftmahl ist. Ist dieses gelb, bedeutet das für Bienen und Hummeln, hier gibt es Nektar. Bei bereits bestäubten Blüten, die keinen Nektar mehr produzieren, verfärbt sich das Saftmahl rot. Und da Bienen und Hummeln rotblind sind, werden sie von diesen Blüten auch nicht mehr angezogen. Aus der Blütenkrone ragen bis zu 8 Staubblätter, die den Pollen produzieren. Auf ihrer Suche nach Nektar streifen Hummeln und Bienen an ihnen vorbei. Dabei bleibt der Pollen auf den Härchen der Insekten hängen. Beim Besuch der nächsten Blüte bestäuben sie deren Narbe dann mit dem fremden Pollen. Schon im Mai kann man an den abgeblühten Blütenständen die kleinen grünen Fruchtkugeln der Kastanie erkennen. Sie entwickeln sich zu stacheligen Kapseln mit einem Durchmesser von etwa 6 cm. Ab September sind die Früchte dann reif. Die dicken Schalen platzen beim Aufprall auf den Boden und geben den rötlich-braunen Samen frei. Meist sind 1 oder 2 Kastanien in einer Fruchtkapsel. Eichhörnchen und andere Nagetiere sorgen für die Verbreitung. Die mit ihrem dichten Blattdach, besonders im Sommer, kühlen Schatten spendende Kastanie ist ein Flachwurzler. Das machten sich die Bierbrauer zunutze und pflanzten die Bäume über ihren Kellergewölben, in denen sie das Bier lagerten. Deshalb stehen noch heute in allen Biergärten Kastanien. Seit Anfang 1990 spricht man vom Kastaniensterben. Während die rote Rosskastanie weitgehend verschont bleibt, wird die weiße Rosskastanie von der Miniermotte befallen. Sie legt ihre Eier in die Blattkanäle. Die Larven fressen sich durch und die Blätter beginnen schon im frühen Sommer zu welken und fallen ab. Die imposante Rosskastanie wird seit dem 16. Jahrhundert in mitteleuropäischen Parks gepflanzt. Aus diesen dicken Knospen treiben meist im April die handförmigen Blätter der Kastanie aus.
Es sind immer 5 bis 7 gezahnte Einzelblätter, die an einem langen Stiel zusammensitzen. Man nennt diese Blattform Fiederblatt. Deutlich erkennen kann man die kräftigen Blattnerven auf der Unterseite des Kastanienblattes. Fällt das Blatt der Kastanie ab, hinterlässt der Stiel eine hufeisenförmige Narbe am Zweig. Nach dem Austrieb des Blattlaubes erscheinen zwischen April und Mai die Blüten der Rosskastanie. Viele Einzelblüten bilden einen kegelförmigen Blütenstand, der bis zu 30 cm hoch werden kann. Die Blüten sind zwittrig oder männlich. Aus 5 Kronblättern bildet sich ein Kelch, in dessen Mitte ein Saftmahl ist. Ist dieses gelb, bedeutet das für Bienen und Hummeln, hier gibt es Nektar. Bei bereits bestäubten Blüten, die keinen Nektar mehr produzieren, verfärbt sich das Saftmahl rot. Und da Bienen und Hummeln rotblind sind, werden sie von diesen Blüten auch nicht mehr angezogen. Aus der Blütenkrone ragen bis zu 8 Staubblätter, die den Pollen produzieren. Auf ihrer Suche nach Nektar streifen Hummeln und Bienen an ihnen vorbei. Dabei bleibt der Pollen auf den Härchen der Insekten hängen. Beim Besuch der nächsten Blüte bestäuben sie deren Narbe dann mit dem fremden Pollen. Schon im Mai kann man an den abgeblühten Blütenständen die kleinen grünen Fruchtkugeln der Kastanie erkennen. Sie entwickeln sich zu stacheligen Kapseln mit einem Durchmesser von etwa 6 cm. Ab September sind die Früchte dann reif. Die dicken Schalen platzen beim Aufprall auf den Boden und geben den rötlich-braunen Samen frei. Meist sind 1 oder 2 Kastanien in einer Fruchtkapsel. Eichhörnchen und andere Nagetiere sorgen für die Verbreitung. Die mit ihrem dichten Blattdach, besonders im Sommer, kühlen Schatten spendende Kastanie ist ein Flachwurzler. Das machten sich die Bierbrauer zunutze und pflanzten die Bäume über ihren Kellergewölben, in denen sie das Bier lagerten. Deshalb stehen noch heute in allen Biergärten Kastanien. Braun. Wird der Baum älter, entwickelt sich eine graubraune, grobrissige und schuppige Borke. Im Frühling, vor dem Austrieb der Blätter, sieht man an den Ästen der Kastanie große, klebrige Endknospen. Mit 3 cm Länge und 1,5 cm Dicke hält die Rosskastanie damit, was Knospen anbetrifft, den Größenrekord aller Laubbäume. Aus diesen dicken Knospen treiben meist im April die handförmigen Blätter der Kastanie aus. Es sind immer 5 bis 7 gezahnte Einzelblätter, die an einem langen Stiel zusammensitzen. Man nennt diese Blattform Fiederblatt. Deutlich erkennen kann man die kräftigen Blattnerven auf der Unterseite des Kastanienblattes. Fällt das Blatt der Kastanie ab, hinterlässt der Stiel eine hufeisenförmige Narbe am Zweig. Nach dem Austrieb des Blattlaubes erscheinen zwischen April und Mai die Blüten der Rosskastanie. Viele Einzelblüten bilden einen kegelförmigen Blütenstand, der bis zu 30 cm hoch werden kann. Die Blüten sind zwittrig oder männlich. Aus 5 Kronblättern bildet sich ein Kelch, in dessen Mitte ein Saftmahl ist. Ist dieses gelb, bedeutet das für Bienen und Hummeln, hier gibt es Nektar. Bei bereits bestäubten Blüten, die keinen Nektar mehr produzieren, verfärbt sich das Saftmahl rot. Und da Bienen und Hummeln rotblind sind, werden sie von diesen Blüten auch nicht mehr angezogen. Aus der Blütenkrone ragen bis zu 8 Staubblätter, die den Pollen produzieren.
Auf ihrer Suche nach Nektar streifen Hummeln und Bienen an ihnen vorbei. Dabei bleibt der Pollen auf den Härchen der Insekten hängen. Beim Besuch der nächsten Blüte bestäuben sie deren Narbe dann mit dem fremden Pollen. Schon im Mai kann man an den abgeblühten Blütenständen die kleinen grünen Fruchtkugeln der Kastanie erkennen. Sie entwickeln sich zu stacheligen Kapseln mit einem Durchmesser von etwa 6 cm. Ab September sind die Früchte dann reif. Die dicken Schalen platzen beim Aufprall auf den Boden und geben den rötlich-braunen Samen.